Hallo, meine Damen und Herren. Einen schönen Grüß Gottle heute wieder mal. Wir haben den, was haben wir denn? Irgendwie haben wir heute Dienstag, glaube das ist der 5. Juni. Und ich will euch mal zeigen in der Zwischenzeit, wie die Pflanzen gewachsen sind, und zwar unsere Tabakpflanzen. Anfangs hatten wir ja alle mehr oder weniger oder einige von euch die Angst, dass dieses Jahr überhaupt nichts mehr passiert. Aber da muss ich sagen, ich bin angenehm überrascht worden, wie intensiv und schnell der Wachstum doch noch jetzt im letzten Monat mehr oder weniger stattgefunden hat. Und das zeige ich euch jetzt. Wie ihr seht, sieht das eigentlich sehr gut aus. Da kann man nichts gegen sagen. Die da hinten, die habe ich als erste gepflanzt. Diese Abdeckung werde ich bald abnehmen, weil ich hatte Angst vor Hagel, weil es immer angekündigt worden ist. Die sind ungefähr jetzt vor 3 Wochen oder 4 Wochen gepflanzt worden. Die sind vor 3 Wochen gepflanzt worden, genauso wie die da hinten. Die kommen sehr schön, die Blätter sind gut. Eigentlich ist im Prinzip nichts zu bemängeln. So, und selbst die hier, diese kleinen, die ich, wo die Kartoffelkäfer die Kartoffeln niedergemacht hat, habe ich da ein paar Tabakpflanzen reingesetzt vor ungefähr 3-4 Tagen. Und wenn ich sehe, wie die in die paar Tagen gewachsen sind, da muss ich sagen, alle Achtung, prima. Scheint doch eventuell doch noch ein gutes Tabakjahr für uns zu werden. So viel erstmal zum Stand der Dinge. Ups. So, wir müssen noch mal alles anschauen. Prima, wachsen schön. Probleme haben wir nicht. So viel erstmal zu diesem Thema. Gleich geht's weiter. Die in den Töpfen, die ich hier ausgepflanzt habe, die sehen zwar ein bisschen mickriger aus, aber immerhin trotzdem, sie kommen. Bloß natürlich das Dumme, sie fallen sehr leicht um und das ist ein Problem. Sie wachsen zwar weiter, aber hier muss man dann irgendwie doch mal was machen, damit die Pflanzen stehen bleiben. Das ist aber ein Problem, was wir überall haben, dass Pflanzen gerne umkippen und dann am Boden irgendwie 1 Meter wandern und dann auf einmal plötzlich nach oben schießen. So viel erstmal zu den Leuten, die in Töpfen einpflanzen. Die hier sieht sehr schön aus, sehr groß. Da wird auch noch was draus. Das gibt noch eine Zigarette extra. Tschüss erstmal, bis gleich. Übrigens auch im restlichen Garten wächst alles wahnsinnig toll. Also zum Beispiel, schaut euch mal hier, schaut mal genau hin, das sind Stachelbeeren, so viel Stachelbeeren auf einem Strauch, das ist der absolute Wahnsinn. Also ist wirklich, scheint doch ein gutes Gärtnerjahr zu werden. Aber auch die anderen Sachen, die man so anpflanzt, halt eben, ja, alleine die Brombeeren, gehen wir mal kurz zu den Brombeeren. So viele Brombeeren dieses Jahr, es ist der nackte Wahnsinn. Einen Haufen habe ich davon schon abgefressen. Also es wächst wirklich alles ganz, ganz toll. Selbst zum Teil meine ausgewilderten Pflanzen sind im Gegensatz zum letzten Jahr, schauen die eigentlich schon ganz gut aus. So, und da habe ich dann noch eine extra Information für euch. Wie ihr seht, ist da überall so weißes Zeug herumgestreut auf diesen ausgesetzten Tabakpflanzen, die ja mehr oder weniger, man kann sagen, am Rande der Wildnis wachsen. Aber was hat es damit zu tun? Und zwar, warte mal, ich stelle mal die Kamera hin. So,
am Anfang, nur mal hier mal zeigen, am Anfang haben mir einige Nacktschnecken immer meine Blätter abgefressen. Und da hatte ich dann Salz gestreut, hat aber nicht so viel geholfen. Und dann hatte ich eines Tages mal mein Katzenstreu aus den, also die Pipi, da wo die Katzen immer reinmachen, hatte ich dann mal ausgeleert und dann dachte ich, Mensch, streue ich das doch mal einfach um die Pflanzen herum. Ist ja eher außerhalb hier des Geländes. Ob das ein bisschen riecht oder nicht, macht nichts aus. Ja, und seitdem ich dieses Katzenstreu dort hingemacht habe, habe ich nicht mehr ein einziges angefressenes Blatt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das Katzenstreu jetzt die Nacktschnecken abgehalten hat oder warum die jetzt nicht mehr dran gefressen haben. Zum Beispiel ganz schlimm war das bei dieser Pflanze hier. Die war fast ganz abgefressen und die hat sich jetzt wieder mit einigen Blättern erholt. Und wie wir sehen, ist sie so gut wie nicht mehr angefressen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Katzenstreu hilft. Also benutztes Katzenstreu. Ob es der Geruch ist oder ob es eventuell dieses Granulat ist, was denen vielleicht nicht gefällt. Auf alle Fälle habe ich diese Erfahrung jetzt gemacht. Ob sie stimmt, kann ich nicht sagen. Aber vielleicht der ein oder andere, der eine Katze hat und der Nacktschnecken hat, könnte es ja mal ausprobieren und vielleicht hat er auch damit Erfolg. Alles klar erstmal. Lissi habe ich jetzt noch ein extra kleines Video mit angefügt, damit sie mal wisst, wie es meinen Katzen geht. Ich habe ihnen jetzt die Möglichkeit gegeben, in meiner Werkstatt rumzutoben. Da haben sie viel mehr Platz, können jede Menge Unsinn anstellen. Hallo, weil sie klettern und springen und machen ganz toll rum. Lissi im Himmel, schau, deine Katzenbrüder toben bei mir in der Werkstatt herum. Und so mobil sind sie in der Zwischenzeit geworden. Ja, ich denke mir, so eine Werkstatt ist auch eine viel schönere Umgebung als das Wohnzimmer, wo es immer heißt, kratz da nicht, beiß da nicht und spring da nicht hoch. Ja, schade, dass sich noch keiner gemeldet hat, der hier in der Gegend wohnt und so ein junges Kätzchen haben möchte, weil in ein, zwei Wochen werde ich sie abgeben müssen. Das ist der größte Rabauke, der tut jetzt bloß so unschuldig. Und der da hinten, da ist auch nicht der einer der unschuldigsten. So, so viel der Videoabschnitt für Lissi im Katzenhimmel. Tschüss! So, meine Damen und Herren. Jetzt mal ganz kurz was anderes. Ich setze mich mal wieder in mein Pavillon. So, ja, was ich noch sagen wollte, zum Schluss in Sachen Tabak. Ich werde immer mehr gefragt, wenn Probleme auftauchen, Tabak wird fleckig oder wird angebissen oder ist gelb oder sieht blass aus oder was sagst du zu dieser Sorte oder was sagst du zu jener Tabaksorte. Ich möchte mal klarstellen, ich bin kein Tabakfachmann. Ich weiß nicht alles. Ich tue euch nur das mitteilen, was ich selbst mache, wo es gut klappt und wo ich denke, dass es andere auch so anwenden können. Aber jetzt spezielle Fragen, wo kommen diese Flecken her und warum ist dieses Blatt so gelb und warum fällt das um? Ich weiß nicht alles und ich weiß auch nicht so sehr viel, wie manche vermuten.
Bitteschön, wenn ihr Fragen habt, die ganz speziell sind, dann seid so gut und schaut selbst im Internet nach, gebt diese Frage ein, recherchiert ein bisschen. Ich bin nicht der absolute Tabakfachmann und kenne mich auch nicht mit allen verschiedenen Sorten aus und allen verschiedenen Krankheiten und allen verschiedenen Wachstumsstufen. Ich tue euch nur das mitteilen, was ich persönlich selbst mache, damit andere Leute sich eventuell ein Beispiel daran nehmen könnten. Probieren wir es mal. Wenn irgendwelche Probleme auftauchen, okay, wenn ich sie beantworten kann, die Frage, mache ich es. Aber bevor ihr fragt, tut erstmal selbst recherchieren halt eben. Es gibt Leute, die sind bedeutend informativer wie ich und die kennen sich gerade jetzt in speziellen Bereichen auch wahrscheinlich bedeutend besser aus. Das wollte ich jetzt eigentlich mal sagen, weil die Anfragen, die relativ speziell sind, die kann ich nicht alle oder die meisten nicht beantworten. Ich kann euch nur zeigen, was ich mache und wie ich etwas mache und wie es dann hinterher rauskommt. Wenn hinterher Müll rauskommt, dann zeige ich es ja auch. Ja? Also, aber ich mache halt viele Versuche. Ich mache verschiedene Tabaksorten, pflanze ich an. Ich mache auf verschiedenen Böden. Ich mache meine eigenen Versuche halt eben. Aber sie gelten nicht für überall, für jeden Boden und für jede Pflanze und für jede Witterung. Und vor allen Dingen auch nicht für jeden Schädling, der auftauchen könnte. Das wollte ich jetzt noch mal ganz kurz klarstellen halt eben. Ich bin nicht der allwissende Tabakfreak. Ich zeige euch nur, was ich mache und was dabei rauskommt. Alles klar. Recht schönen Dank fürs Zuschauen. Schauen wir mal. Da ist der sogenannte verhauene Bruder. Jawohl, ja. Fühlt sich auch wohl bei uns. Ach ja, und was ich noch sagen wollte. Wer die einfachen Grundlagen wissen will und sie immer nachschlagen will, ohne dass er alle Videofilme anschauen muss. Das gilt aber auch jetzt zum Beispiel für Solaranlagen, die ich gebaut habe und die ich beschreibe, wie man es macht oder wie man Schnaps brennt, obwohl es in Deutschland jetzt ja seit 2 Jahren verboten ist oder wie man kolloidales Silberwasser herstellt. Selbst wie man eine Revolution macht oder warum man sie nicht machen sollte, wie unser Rechtssystem mittlerweile ausgehoben worden ist und wie unsere ganze Regierung mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen ein Lügenpack, aber relativ unseriös regiert halt eben und wie es mit der Demokratie steht und vor allen Dingen die Probleme, die noch auf uns zukommen in der Zukunft, gesellschaftliche Probleme, wirtschaftliche Probleme, arbeitsrechtliche Probleme, ja, selbst bis zum Smart Meter oder die Corona-Panik habe ich alles in meinem neuen Buch geschrieben. Da könnt ihr auch etwas nachlesen, da müsst ihr es halt kaufen halt eben, nicht wahr? Aber da seht ihr auch sehr viele Sachen, die ich erkläre halt eben, das ist dann in schriftlicher Form. Da braucht man jetzt dann nicht jedes einzelne Video durchgehen halt eben und man hat eine ganze Palette von Sachen, die man machen kann halt eben. Und ich gebe die Anregungen dazu und die grundsätzlichen Anwendungsmöglichkeiten und wie man etwas baut. Ja. Also, das wollte ich auch noch mal kurz einflechten halt eben, ja. Und fragt mich bitte nicht für jeden Fleck, der auf der Tabakpflanze ist, ob ich weiß, was es ist. Das kann eine Fliege sein, das kann ein Wassertropfen sein, der in der Sonne. Es gibt so viele Möglichkeiten halt eben, ne. Ich bin eigentlich mehr fürs Grobe, die Information fürs Grobe. Sehen Sie. Strom im Haus. Warm Wasser vom Dach. Da ist da. Man sieht hier bloß die Hälfte, nur den Kanister. Das sind alles Sachen, die man bei mir im Buch nachlesen und lernen kann halt eben. Ne? Aber nicht jedes einzelne kleine Detail. Da kann ich euch schlicht und ergreifend nicht immer unbedingt helfen. So, jetzt verabschiede ich mich aber wirklich und wünsche euch noch einen schönen, was haben wir heute? Weiß gar nicht, was heute für ein Tag ist. Ist egal, ich bin Rentner, für mich ist jeder Tag der gleiche. Also, jetzt tschüss.